Liebe Anlegerinnen, liebe Anleger, bald ist es soweit. Der Höhepunkt, der politische Höhepunkt des Jahres, er naht die US-Wahl. Ich glaube, das wird eine Richtungswahl werden. Davon bin ich überzeugt. Interessant ist auch, ja, geradezu spannend ist ja auch, wie die Wahl an sich abläuft. Haben wir frühzeitig ein Wahlergebnis oder nicht? Gibt es Wahlbetrug oder wird der Verdacht von Wahlbetrug ausgesprochen? Warten wir es ab. Wenn Trump die Wahl gewinnen sollte, ist davon auszugehen, dass er seine Politik die letzten 4 Jahre konsequent weiter durchziehen wird. Amerika wird immer mehr in die Isolation gehen. Amerika möchte nicht mehr Weltpolizist sein. Es ist Amerika auch zu teuer. Die NATO wird geschwächt und Herr Trump wird sicherlich aus allen Rohren schießen, was die Exportnationen China, Europa, die EU und vor allen Dingen Deutschland angeht. Für Europa negativ ist sicherlich, dass damit die internationale Sicherheitsarchitektur weiter geschwächt wird und auch Wirtschaftspotenzial des Freihandels auch zulasten Europas weiter zu erwarten sind. Mit einem Joe Biden als Präsidenten würde es einfacher. Joe Biden ist nach wie vor der Meinung, dass man Amerika weltweit präsentieren soll, dass man sich einmischen muss. Allerdings nicht so wie Vorfall des Warschauer Paktes. Man möchte auch genau schauen, wo man investiert. Auch Herrn Biden ist das so teuer. Aber Kooperation weltweit, auch mit den Chinesen, wenn sie bereit sind, ihre unfaire Handelspolitik und Wirtschaftspolitik zu beenden, das würde er auch gerne Peking anbieten. Und Europa ist auch im Vorteil. Europa wird spüren, dass der Transatlantiker Biden wieder etwas mehr Herzenswärme für Europa übrig hat. Allerdings sollte sich niemand einbilden, dass die alte transatlantische Romantik wiederkommt für Europa, wo Europa wenig Gegenleistungen zu liefern hat und nur Amerika zahlt. Das ist vorbei. Herr Biden wird sehr klar den Europäern sagen, freundlich im Ton, aber unnachgiebig in der Sache, was er von Europa verlangt. Mehr NATO-Beitrag, mehr Engagement internationaler Art und er wird auch sicherlich nicht zuschauen, dass zum Beispiel in Deutschland das 5G-Netz durch Chinesen aufgebaut wird. Und er hat ein Problem mit der Ostsee-Pipeline, das möchte er auch nicht. Insgesamt muss man dennoch sagen, Europa dürfte es werden, sich eher für Biden entscheiden, weil wieder etwas mehr westliche Führungsqualität durch Amerika reinkommt. Ich wiederhole das immer wieder gerne. Europa ist ja selbst nicht unbedingt in der Lage, sich perfekt zu organisieren. Wir brauchen nach wie vor ein bisschen Leitung durch Amerika. Wirtschaftspolitisch sind auch die Konzepte der beiden Parteien, der beiden Kontrahenten durchaus sehr unterschiedlich. Das Biden-Lager möchte ja die Steuern erhöhen. Wenn man die Steuerpläne mal so sieht, dann muss man davon ausgehen, dass ja eigentlich auf den ersten Blick der Durchschnittsnachsteuergewinn der Unternehmen um etwa 10% dann sinken wird. Herr Trump denkt gar nicht daran, die Steuern zu erhöhen. Im Gegenteil, er hat ja sogar schon mal gesagt, die Unternehmenssteuern könnten noch weiter gesenkt werden. Das würde Wall Street sicherlich erfreuen, definitiv. Aber zur Ehrenrettung von Biden muss man auch sagen, er will schon auch Steuererhöhungen nur dann zulassen, wenn Unternehmen nicht bereit sind, verstärkt in neue Arbeitsplätze, in die Infrastruktur und vor allen Dingen in Klimaschutz zu investieren. Eine wichtige Branche, die natürlich zu betrachten ist, ist Hightech. Es gibt ja immer wieder die großen Gerüchte, dass die Demokraten versuchen werden, die großen Hightech-Firmen in Amerika zu zerschlagen. Davon gehe ich nicht aus. Auch das Biden-Lager weiß natürlich sehr klar, dass Amerikas Infrastruktur, Hightech-Infrastruktur, die großen Unternehmen natürlich auch ein Fund sind, mit dem man wuchern kann, gerade auch gegen die Chinesen im Bereich Hightech. Und das gibt man natürlich nicht auf. Das wäre Selbstverstümmelung. Das wäre so, als würde sich Casanova freiwillig selbst kastrieren. Das macht Amerika natürlich nicht. Es wird auch massive Infrastrukturinvestitionen von beiden Lagern geben, je nachdem, wer die Wahl gewinnt. Herr Trump wird mehr die klassischen Branchen favorisieren. Aber Biden hat natürlich einen neuen Big Deal, einen Green Deal im Auge. Er möchte, dass Amerika grün wird, das grüne Amerika sozusagen. Er wird massives Geld in Klimaschutz, in Umwelttechnik investieren. Damit bekommt natürlich Amerika dann auch wieder eine Faszination, ein neues großes Megathema, das man am Aktienmarkt sicherlich dann auch spielen kann. Hier bedroht sicherlich Gefahr für Europa. Noch ist hier Europa führend, vor allem in Deutschland, in Umweltschutztechnik. Ich hoffe, dass wir uns diesen Vorsprung nicht wieder abnehmen werden. Insgesamt bin ich der Meinung, kann die Börse mit Herrn Biden sowohl in Amerika, in Europa recht gut leben. Nur eins darf nicht passieren, das wollen die Börsianer nicht, hüben wie drüben. Die Demokraten sollten nicht alles gewinnen, nicht das Triple. Das können die Bayern im Fußball machen, aber bitte nicht die Demokraten in der Politik. Also nicht ein Präsident Biden,
ein Demokrat im Oval Office und kann eine Mehrheit in beiden Häusern des Parlaments, im Repräsentantenhaus und im Senat, dann könnten so manche im Fell gefärbte dann doch Neosozialisten bei den Demokraten auf dumme Ideen kommen. Das ist nicht gut. Da wäre es schön, wenn zumindest der Senat republikanisch bliebe, damit die demokratischen Werwölfe der Marktwirtschaft nicht zu sehr ins Bein beißen. Meine Damen und Herren, vor allen Dingen spannend ist aber auch nicht zuletzt, ja, wie geht die Wahl vonstatten? Wann bekommen wir ein Wahlergebnis? Und wie sieht es aus? Allein eine Verzögerung des Wahlergebnisses bietet schon Raum für eine große Legendenbildung. In Amerika gibt es ja das politische Phänomen der roten Fata Morgana. Rot für die Republikaner, das ist ja ihre Parteifarbe. Sieht das immer so aus bei den Präsidentenwahlen, dass die Roten, die Republikaner immer zuerst vorne liegen. Das liegt daran, dass in ländlichen Bezirken, vor allen Dingen dann auch in Bundesstaaten, die schwach besiedelt sind, eher die Republikaner gewählt werden. Das heißt, sie haben von Anfang an einen gewissen Vorsprung. Sollte Trump auf die Idee kommen und sagen, ich bin der Wahlgewinner und anschließend feststellen, dass die Blauen, die Demokraten sind ja die Blauen, nicht vom Zustand, sondern von der Parteifarbe, wenn die dann aufschließen sollten, die Oberhand gewinnen sollten, könnte er sagen, das ist Wahlbetrug, man hat mir den Wahlsieg gestohlen. In dem Zusammenhang ist auch die Briefwahl natürlich durchaus prekär. Die US-Post ist nicht funktionstüchtig. Ich glaube, da war im vorletzten Jahrhundert die Postbeförderung in Deutschland durch Ton und Taxis sicherlich optimaler. Das ist nicht gut, was da läuft. Es kann sein, dass Briefunterlagen zu spät ankommen. Auch da bietet sich natürlich das Narrativ an, hier sind Unterlagen gar nicht angekommen oder in dunklen Kanälen verschwunden. Und das besonders dann prekär und gefährlich, wenn Wahlergebnisse in Bundesstaaten, wir haben ja in Amerika das Mehrheitswahlrecht, the winner takes it all, denken Sie an aber, dass der alle Stimmen bekommt. Wir haben ja gesehen, dass in Michigan, Pennsylvania vor 4 Jahren Trump nur knapp vor Hillary Clinton gelegen hat. Soll es umgekehrt sein, könnte Trump natürlich sagen, wieder Wahlbetrug. Im Extremfall wird die Straße in Amerika unruhig, demokratische Verhältnisse könnten abnehmen, das wäre sicherlich nicht gut. Und es sollte auch eigentlich zu verhindern sein, dass der oberste Gerichtshof wie 2000 bei der Schicksalswahl damals in Florida entscheidet, wer Präsident wird. Das sollte das Volk, das sollten die Menschen entscheiden. Und gerade der oberste Gerichtshof hat natürlich ein Übergewicht, eine Zweidrittelmehrheit für die Republikaner gegenüber den Demokraten, die da in der Minderheit sind. Ich möchte hier keinem Richter was unterstellen, aber ich sage auch, ein Schelm, wer Böses davon denkt. Meine Damen und Herren, so oder so ist die Wahl sehr spannend. Ich denke, spannender als jeder Tatort. Ich hoffe aber dennoch auf ein Happy End. Und das Happy End heißt für mich ein klares Ergebnis, damit demokratische Verhältnisse im immer noch wichtigsten Land der Welt niemals kaputt gehen. Amerika darf nie, auch nur im Entferntesten, auf dem Weg zu einer Bananenrepublik sein. Also Glück auf!